بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister, wie wir wissen, bevor wir beten und vor Allah stehen dürfen oder können, müssen wir Al-Wudu machen, Al-Tahara, das heißt die Waschung für das Gebet, die Gebetswaschung. Inshallah ta'ala werde ich das inshallah vormachen, damit meine Geschwister das inshallah lernen können. بسم الله بسم الله اشفش معنا هند dreimal dreimal den Mund ausspülen. Danach die Nase dreimal mit dem Wasser reinigen, indem man also Wasser in die Nase hineinführt und dann wieder rauslässt. Mit der rechten hineinführt und mit der linken rausziehen. Und dann wird das Gesicht dreimal gewaschen. Das Gesicht fängt hier an, wo der Haarwuchs ist, und hört hier auf, wo der Bart wächst. Und ist hier seitlich, also hier, wo die Ohren sind, bis zum anderen Ohr. Das muss dreimal gewaschen werden. Danach müssen die Ellenbogen dreimal gewaschen werden. Natürlich immer mit rechts anfangen und dann die linke Hand. Und dann werden die Hände nass gemacht und dann geht man einmal über die Haare drüber und dann über die Ohren. Zurück, also über den Kopf streichen. Und zuletzt dann die Füße waschen. Dreimal jeweils. Natürlich wieder mit dem rechten Fuß anfangen und auch zwischen die Finger gehen. Wenn man mit der Waschung fertig ist, ist es von Sunnah, wie es in einem Hadith, der bei Imam Muslim, Abu Dawud und Tirmidhi überliefert wird, dass man sagt: Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni min at-tawwabin, waj'alni min al-mutatahhirin, waj'alni min ibadika as-salihin.